Hallo, hallo und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Arx Fatalis. In der letzten Folge haben wir erfahren, dass unsere gerettete Freundin Alia, haben wir schon erfahren oder spoilere ich gerade? Auf jeden Fall hat sie uns eine Aufgabe gegeben und wir sind jetzt im Rebellenlager und wir sollen den Schild der Ahnen suchen. Das kann ich spoilerfrei behaupten. Gut, wir sind im Lager der Rebellen und da gibt es noch einiges Interessantes zu holen. Nämlich gibt es hier nochmal einen Säbel, aber 3 von 5 sind nicht so klasse. Den lasse ich lieber. Eine Übungspuppe können wir mal üben. Huah! Ah, stirb! Okay, aber bringt nicht so den Fun. Ach Gott, es ist hier dunkel. Wir können jetzt einiges an Fackeln verbrauchen, weil ich habe einen Haufen gesammelt. So, ich weiß nur nie immer, wo es lang geht. Wenn wir hier runtergehen, sind wir, glaube ich, ziemlich tot. Wurde ein paar Ratten getötet. Ein paar Zusatzerfahrungspunkte. Und ein Skelett. Ab nach unten. Huah! Ein Pilz. Eine Ratte. Kriege ich mal erstmal ein Gift ab. Oh. Die Rippchen lassen wir, die braucht kein Mensch mehr. Ah, 2 Lebenstränke. Halleluja. Und 100 Goldmünzen. Und ich habe was vergessen, ich Volltrottel. Es gab nämlich beim Königreich der Goblins noch einen Goblin, den wir nicht ausgeplündert haben. Und der hat einen Schlüssel dabei. Oh Gott, ob ich mich daran noch erinnern kann. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall. Glaubt ihr, der Krahos ist gut genug gesichert? Ja. Keine Sorge, er ist gut bewacht. Achso. Es sollte mich wundern, wenn ihn jemand hätte stehlen können. Ja, stehlen könnten wir ihn auch, aber ich will den Schild auch haben. Ne? Bitte? Sly ist stumm, okay. Gib mir mal ein Bier. Geht das auch hier? Ne, geht nicht. Okay, dann nicht. Wo ist denn der Shop? Der Waffenshop? Links? Nein, da geht's wieder raus. Da gibt's Pilz, sehr schön. Wenn wir nämlich hier diesen Schlüssel mit diesen Schlitzen verwenden, dann können wir da einfach rausgehen. Aber das wollen wir noch nicht. Wir wollen jetzt mal zum Waffenshop. Ist das der Waffenshop? Nee, schaut irgendwie falsch aus. Das ist der Waffenshop. Ja, das schaut gut aus. Da gibt es nämlich was, was wir nicht brauchen. Plus 6, das ist auch so eine ganz normale, jo, ganz normale Dings da, Kettenrüstung. Aber habe ich es übersehen? Und mit Mörderklinge, die sind schlecht, aber natürlich extrem teuer. Wir brauchen 60 Stärke, 16 Nahkampf. Ja, wo ist denn das Teil, was ich haben wollte? Alles, ah, da. Ja, nämlich unser letzter Rucksack, Beutel, für nur 200. Das ist so ein lächerlicher Spottpreis dafür, dass wir dann 3 Plätze haben. Oh mein Gott, und wer das übersieht, ist echt ziemlich im Popo, weil jetzt in der Krypta können wir noch so extrem viele Gegenstände einsammeln. Zeit, du Blitzzauber, Augen, Zaubern, Schweben. Schweben für 800. Nee, da warte ich auf den Trank. Jetzt hier noch was Schönes? Nee. Na gut, wer das übersieht, der ist echt selber schuld, weil das ist extrem wichtig, dass wir es das eingesammelt haben. Jetzt haben wir nämlich 3 fette Plätze. Wie cool. Gut, das war's, glaube ich, erstmal, was wir hier Interessantes machen können. Wir können natürlich noch das unten hier erkunden. Ah, da gibt es dreimal Lebensdinger. Die brauchen wir bei 50. 50 Objektwissen können wir uns endlich Lebenstränke machen. Das ist gut. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, keine Quests mehr. Und Gott, ist hier dunkel. Ich spiele gerade wieder am Tag und das ist echt. Da sieht man so extrem wenig. Aber heute scheint endlich mal wieder die Sonne. Auch nicht schlecht. Ah, da gibt es noch 3 Pilze. Dum -dum -dum. Und eine Ratte. Auf geht's. Und noch ein Pilz. Ratte, komm her. Uah! Oh Gott, wie schlecht. Wie kann man denn eine Ratte verfehlen? So, hier ist auch nichts dabei. So, und dann nehmen wir den Pilz noch auf. Und dann gehen wir mal. Ich bin ein Vollhonk übrigens, weil ich das ganze Ausflug gemacht habe. Wir müssen eh wieder zurück in die Stadt jetzt. Aber gut. Ja. Können wir noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Dann gehen wir einfach zur Stadt zurück. Also in die Stadt. Oder zur Stadt. Ne, in die Stadt. In die Stadt. Klingt besser. Und nehmen die Abkürzung, die hier. Und wo ist der Schlüssel? Hier. Na. Gut. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Auf Ebene 4. Wir könnten natürlich jetzt. Wie habe ich denn letztes Mal gemacht? Letztes Mal habe ich, glaube ich, den Teleporter hier gefunden. Und dann mich einfach wieder zurück zur Stadt gebeamt.
Aber wenn wir die Drachensäule voll finden, machen wir das zuerst. Dann können wir das nämlich auch ganz schön verbinden. Ah, wo ist meine Karte schon wieder? Da. Die ist wichtig. Okay, jetzt könnte man da noch einen Amika-Stein suchen, falls der irgendwo existiert. Oder nur ein Hirngespinst ist. Das ist laut hier. So, ich dachte, jetzt wird eingebuddelt. Okay. Ja, machen wir das erstmal mit der Ebene 4, bis wir den nächsten Teleporter finden. Mal ein Frötschlein. Ist da noch was Schönes? Schauen wir mal runter. Huah. Ah! Wer sucht, der findet. Naja, da ist Gold mit einer Angelrute. Sehr schön, damit können wir angeln. Auch ein ziemlich logisches. Können wir hier schon machen? Oder so? Ja, genau. Und dann kriegen wir einen Fisch oder nicht? Ah, eher nicht. Naja. Können wir dann irgendwo versuchen. Gut, wo geht's da lang? Sind's gut? Ui, du! So, jetzt mal schauen, dass er die Persekunde wird. Ich mach so extrem viel Schaden jetzt. Nix nicht. Warum nicht? So, dann kommt wieder ein neuer Vergiftungstrank drauf. Das sollte ich lassen. Ja, nicht auf die Rüstung, du Honk. Also dann, diese Waffe ist jetzt vergiftet. Gut, dann nehmen wir Käse und die Goldmünzen mit, das andere kannst du... Da, komm. Das andere kannst du extrem lassen, weil es kein Gold mehr bringt. Was gibt's hier noch? Nichts, nichts. Ist auch markiert hier mit dem Felsen? Nö. Aber ich glaube, da ist der Teleporter in der Nähe. Oh mein Gott. Oh Gott, nein. Ist jetzt schon? Ja. Ach so, okay. Ah ja, Entschuldigung. Nee, das war was anderes. Okay, alles klar. Ich vergaß. Das war was anderes. Ihr habt nichts gesehen. Ah, da geht's noch eine Ebene runter. Machen wir das? Nein. Also in dem Buch stand vierte Ebene, ne? Jo. Und das kommt mir echt bekannt vor. Oder müssen wir uns verstecken? Wie war denn das? Also hier ist das hier der Drachenstein oder wie das heißt? Nein, Schlangenfelsen ist, glaube ich, im Original. Muss kurz überlegen. Können wir da überhaupt schon weiter? Da können wir noch gar nicht weiter. Weil da geht es ja nur nach oben, oder? Oder? Gucken wir mal. Da geht es ja noch irgendwo eine Abzweigung weg. Kann ich mir was anzünden? Ah, da geht's noch lang. Gut. Ach ja, da habe ich mir auch... Wow! Oh Gott, schockt mich halt. Da habe ich auch so extrem dämlich angestellt beim ersten Mal. Hier, ne? Oh Gott, wollen wir das machen? Okay, versuchen wir es mal. Dummdi-dumm. Und hepp. Und hepp. Okay, deswegen. Dann mache ich schon da hochspringen. Na, spring doch. Vogel, okay. Oh Gott. Ob das irgendwas bringt, aber ich glaube, da gibt es was Schönes. So, speichern. Spring! Wow! Spring du, Vogel. So. Warst du schon? Muss man jetzt schleichen oder was? Und nu? Hallo? Hä? Ja, toll. Tolles Ding. Jetzt sind wir hier irgendwie da hochspringen. Nee. Ah, da. Und dann? Moment. Dann da hoch. Oh Gott. Gut, versuch es mal. Mach ein bisschen Parkour jetzt. Jetzt kann ich springen. Hüp. Und immer schön speichern. Hüp. Springen! Du. Ja. Okay. Da muss man anders. Ich keinen Bock mehr. Ich glaube, dass ich schweben habe. Da geht es nämlich da hoch irgendwie. Und dann. Na komm her. Es wird ein Teleporter noch. Oder ich habe den einfach beim. Die habe ich mit dem letzten Mal gemacht. Konnte überlegen. Was gibt es da noch? Da ein Hebel. Okay. Aber jetzt weg. Verschlossen. Ach Gottchen. Ja gut. Dann machen wir das also. Jetzt habe ich eigentlich auch keine Lust dazu, aber machen wir es. Da brauche ich Feuerbälle, ne? Beziehungsweise Feuerwand.
Oh, zwei dürften reichen. Gut, habe ich hier überhaupt keine Lust drauf, aber hilft ja nichts. Nämlich müssen wir jetzt, wie gesagt, zum Schlangenfelsen. Der ist hier, ne? Ne, da waren wir schon. Wo ist denn dieser dumme Felsen? Hier? Da vielleicht. Da schaut's gut aus. Oh ja, das schaut nach Schlangenfelsen aus, oder? Nee. Hä? Ach, ein Teleporter. Perfekt. Dann machen wir das dann anders. Obwohl, welchen ich jetzt finde. Das war immer so eine Sache, die ich nie ganz gerafft habe. Weil es auch schon so ewig lang her ist, als ich das Spiel zum letzten Mal ganz durchgespielt habe. Naja, looten wir noch ein bisschen. So. Und dann kann ich ja... Was zum Teufel? Da. Ja, komm her. Da habe ich was gehört. Komisch, komisch. Wie ist denn das? Wer muss mich da verstecken? Da habe ich es gehört. Da ist der Schlangenfelsen. Seht ihr, seht ihr? Gut, dann gebe ich meine Waffe wieder. Weil den Kampf muss ich dann relativ schnell... Also dann, diese Waffe ist jetzt vergiftet. Und da mussten wir uns... Wie war denn das? Mussten wir uns irgendwo verstecken, nicht wahr? Ja, genau. Jetzt kommt die Cutscene. Der Typ hier geht da lang. Und wir müssen ihm folgen. Und zwei Typen. Oder drei, genau. Und jetzt muss ich unbedingt speichern, weil ich könnte es verkacken. Wie war denn das nochmal? Ein Tagebucheintrag? Nee. So. Komm her. So schon funktionieren. Na, komm her. Nicht abhauen. Gut, der ist an Gift gestorben. Dann vergiften wir unsere Waffe nochmal kurz. Also dann, diese Waffe ist jetzt vergiftet. Oh Gott, wo ging es denn lang hier? Da nicht. Ich muss nämlich wieder zu diesem... Da ist der nächste, gut. Autsch! Autsch! Na, komm her. Aber, wie war denn das? Muss man jetzt zu dem Raum zurück hier. Und das relativ schnell. Wo... Ja, genau. Verdammt. Ich bin ein Idiot. Der ist verkackt, oder? Ja, ich hab's verkackt. Ah, wie schlecht. Verdammt. Weil ich den Weg nicht gefunden habe. Da müssen wir das nächste Mal in der nächsten Folge die Viecher... Den Viechern einfach folgen und dann machen wir es so. Ja, ich hab's verkackt, weil ich den Weg nicht mehr gefunden habe. Wohl? Hä? Was ist jetzt los? Nee. Hä? Ach. Was zum... Was zum Teufel? Oder gab's... Moment. Nee. Ach, wir machen das einfach in der nächsten Folge. Ich würde sagen, hier mache ich einen Cut. Dann verfolgen wir diesen Typen nochmal und dann... Ja, dann schauen wir auch mal, wie es weitergeht. Ich lade dann nochmal und dann folgen wir den Leuten einfach. Bis dann, Servus und Ciao.